Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich den Digital Miner fertiggestellt. Pardon. So. Und den möchte ich jetzt ganz gerne mit euch ausprobieren. Und dazu stelle ich ihn einfach mal... Wo wollen wir ihn hinstellen? Irgendwo in der Nähe von der Stromquelle. Probieren wir es mal hier. Oh, was ist das für ein Riesendrum? Okay, kann ich den wieder abbauen? Gott sei Dank. Hier. Gut, stellen wir den hier mal hin. Ist er jetzt mit Strom schon versorgt? Jawohl, der wird sogar mit Strom schon versorgt. Und jetzt kann man den konfigurieren. Genau. New Filter. Addict. Und zwar... Or... Unterstrich, glaube ich, war das. Diamond. Nein. Oder Diamond Unterstrich. Or. Was? Nein. Okay, schauen wir mal. Diamond Ore. Okay. Gut. Da muss ich mich jetzt mal ganz kurz schlau machen, wie denn das Ganze funktioniert. Einen Moment bitte. Ich bin gleich wieder bei euch. Gut, jetzt habe ich mich schlau gemacht. Jetzt weiß ich auch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müssen wir Ore und dann Diamond eingeben. Jawohl, und dann haben wir auch schon das ganze Dia-Zeugs. Gut, dann können wir eigentlich schon... Config. Ja. Maximum Höhe 60, ne? Radius 10. Starten. Ach, guck mal. Zwei Diamanten wurden in der Range gefunden. Okay. Und wie kann ich die Configs jetzt wieder... resetten, gell? Ja, genau. Hier kann ich den Radius natürlich noch erhöhen. Ich hoffe, ich kann das erhöhen auf 20 zum Beispiel. Oder 30. 50. 32, okay. Machen wir mal die maximale Ding. Und jetzt starten wir das Ganze. Und guckt euch das an. Jetzt kriegen wir einfach 44 Diamanten. Einfach so, ohne dass wir irgendwas machen. Ist das nicht nice? Okay, wir resetten das Ganze und setzen noch einen Ore-Filter. Und zwar Ore Inferium. Sieh? Geht das? Jawohl. Oh yeah. Leute, damit kommen wir jetzt richtig weit. Okay. Also, das war jetzt ein richtig großer Schritt, den wir gehen mussten. Auf jeden Fall. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt haben wir... Ah ja. Also Tier 2 bedeutet 2 Inferium Essenzen aus einem Dings. Gut. Was ich sagen wollte... Mit dieser Gerätschaft kommen wir richtig weit. Oh yeah. Der hat Stil, dieser Dings. Gut, ich würde sagen, wir machen uns das nächstes Mal dran,
ein ME-System aufzubauen. Und dazu brauchen wir ME-Controller, ist das, glaube ich. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Und dafür brauchen wir dieses Pure Fluix Crystal. Gut, was brauchen wir dafür? Drop a Fluix Seed made from Fluix Dust and Sand into a puddle of water to make the process faster at Crystal Growth Accelerators. Gut. Wir brauchen diesen, nein, nicht das, nein, nein, zurück, wir brauchen das hier. Und das mache ich. Wie? Genau. Entschuldigung, wie soll ich, wie mache ich das? Ach, wartet mal. Genau, hier so eine Seed Fluix aus dem Fluix Crystal und den mache ich. Ein Judge Certus, ein Nether Quartz und ein Redstone Dust. To a puddle next one. Wait a moment to receive two Fluix Crystals. Okay, also. Wir brauchen diese hier und haben wir Nether. Nein, sag bloß, wir haben kein Nether Quartz mehr. Ich bitte, lass doch irgendwo Nether Quartz drin sein. Ich hab. Ja, da haben wir noch genug. Okay. Jetzt gehen wir zum Wasser. Hierhin zum Beispiel. Und werfen Redstone rein. Ups. Oh, oh, nein, das wollte ich nicht. Redstone. Das und Nether Quartz. Und warten. Wo ist der Redstone hin? Gut, den habe ich anscheinend gerade gelöscht. Nicht so schlimm, Redstone haben wir genug. Und jetzt sind da ein paar Fluix Crystals entstanden. Genau, jawohl. Und jetzt machen wir raus. Oh, nur so wenige? Achso, wir haben ja nur drei. Okay, ja, alles klar. Jetzt machen wir daraus Dust. Genau, damit wir diesen ME-Controller fertig machen können. Skystone Block brauchen wir. Oh, okay, dafür brauchen wir den Skystone. Schau mal kurz, wo ich den hingetan habe. Hier, 5 Skystones. Den können wir auf jeden Fall mal schnell durchschmelzen. Während der Dust hier angefertigt wird. Dann, was brauche ich eigentlich für einen Growth Accelerator? Schauen wir mal kurz. Growth Accelerator? Ja, das sind sie. Hui, da brauche ich relativ viel Iron. Quarzglas, dazu brauche ich Nether Quarz, Dust und Glas, okay. Fluix Block, ui. Okay. Sollte ich hinkriegen? Nein, sollte ich nicht hinkriegen. Ich habe nicht gerade alles verbraucht. Und Quarz, Fiber und das hier. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Charge Certus Quarz. Der hat uns alles rausgeholt. 43 Diamanten. Leute. Alter Schwede. Und wir können den halt jederzeit umsetzen. Und dann. Oh, ist das geil. Okay. Reset. Config. Neuer Filter. Ordict. Und zwar Or. Chart. Certus. Nein. Or charged. Ich glaube, so schreibt man charged, oder? Charged. Certus Quart. Nein. Wie schreibt man denn das? Charged. Certus Quart. Charged unterstrich Quarz. Ah, charged unterstrich Quarz. Okay. Probieren wir es mal so. Or charged. Oder? Charged, genau, charged unterstrich Quarz. Nein, verdammt.
Vielleicht ohne Unterstrich. Or challenged Quart. Vielleicht so. Bitte. Uff, wenn ich den jetzt nicht machen kann, dazu bräuchte ich zwei Fluix Crystals. Okay. Ah, verdammte. Verdammte Kacke. Kann ich Zerdus Quarz eigentlich? Okay. Or Zerdus Quarz. Ja, das geht auf jeden Fall. Und jetzt ist hier jetzt Or Charged Zerdus Quart eingebe. Ja, ja, das geht. Okay, dann will ich das mal kurz meinen. Und start. Geht nicht. Okay. Okay. Wahrscheinlich sind wir da in einem Gebiet, wo es das gerade nicht gibt. Verdammt. Okay, dann, dazu müssen wir den Miner irgendwo anders hinstellen. Ich würde sagen, ich crafte mir noch schnell ein Windrad, ein zusätzliches. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Windgenerator. Hier, Energy Tablets. Ja, das sollten wir haben. Osmium. Das sollten wir eigentlich alles haben. So, zwei Energy Tablets. Eins, einmal, zweimal. Dann. Los geht's. Jawohl. Sehr gut. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Gold. Achso, wir haben auch von denen nicht mehr genug. Egal. Gut. Dann nehmen wir unseren Miner. Tick, 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 tick. Eins. Und gehen damit ein bisschen weiter weg. Dazu lege ich mir direkt mal das Chatpack an. Aber wisst ihr was? Wir können jetzt uns hier auch dieses Armor-Chatpack machen. Dadurch, dass wir ja so viele Dias jetzt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es geht. Oh ja, oh ja. Oh ja. So. Dann stellen wir das mal da her und schauen mal, ob wir da jetzt rauskriegen von diesem Charge Zertus. Vielleicht kriegen wir da ja jetzt was. So, dann nehmen wir einmal das Windrad, stellen wir hier hin, einmal den Digital Miner dahin. Dann sollte das ja verbunden sein. Ja, der hat Energie. Dann geben wir das hier ganz nach oben und starten. Jawohl. Ja, haben wir auf jeden Fall was. Aber die Energie geht runter. Uiuiuiuiuiui. Nur zwei Charged. Okay. Das heißt, wir kriegen vier raus. Aber wir können uns den Charger machen, was auf jeden Fall viel wert ist. Okay. Jetzt müssen wir das kurz stoppen. Ach, der kriegt keine Energie rein. Upsi. Der kriegt gar keine rein. Oh, 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 oh. Halt, 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 stopp. Das geht natürlich nicht. Dann stellen wir uns mal kurz hier oben drauf und setzen das Windrad so hin. Jetzt sollte er aber wieder Energie kriegen. Jawohl. Also entweder es sind 70 Diamanten. Ja, es sind halt einfach noch 70 Diamanten. Du willst mich doch verarschen. Wir kriegen bald 70 Diamanten. Also wenn der fertig ist, dann hat er da 70 Diamanten drin, glaube ich. Lass mich mal kurz schauen. Ja, als ob. Ja gut, soll mir recht sein. Lassen wir mal schnell die Diamanten abbauen. Alter Schwede, ist das krass. Entschuldigung Leute, aber das ist halt echt krass. Okay, und ich habe vergessen den Timer zu starten. Das heißt, wir sind wahrscheinlich eh schon längst drüber übers Limit. Wir gehen zurück zu unserem Häuschen noch schnell. Und was wir im nächsten Part machen, dazu müsst ihr wieder einschalten, wenn es wieder heißt Minecraft namenlos. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis dann und ciao.